Herzlichen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. In dem furchtbaren Krieg in Bergkarabach schweigen endlich die Waffen. Es sterben keine Menschen mehr in Kampfhandlungen und humanitäre Hilfe ist endlich wieder möglich. Der Austausch der sterblichen Überreste von Gefallenen hat begonnen. Die Bilanz, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Bilanz dieses Krieges ist erschütternd. Mehrere Tausend Getötete auf beiden Seiten, Zehntausende von Menschen, die ihre Häuser verlassen mussten, erschütternde Bilder von Begräbnissen von 18- und 19-jährigen Gefallenen. Barbara Hendricks hat auf diese Dramatik und auf dieses Tragik hingewiesen. Die Berichte über mögliche Verstöße gegen humanitäres Völkerrecht und mögliche Kriegsverbrechen sind einfach erschreckend. Armenien wie Aserbaidschan sind aufgerufen, und ihnen obliegen Pflichten, humanitäres Völkerrecht und Menschenrechte zu respektieren und zu schützen und mögliche Verstöße aufzuklären und zu ahnden. Dauerhafte, verhandelte und umfassende Konfliktbewältigung, Beteiligung, Beilegung ist jetzt möglich. Armenien und Aserbaidschan sollten jetzt substanzielle Verhandlungen für friedliche und dauerhafte Lösungen des Konfliktes aufnehmen. Und das Format für diese Verhandlungen bleibt die OSZE-Minsk-Gruppe. Deren Co-Vorsitzenden haben das umfassende Mandat für die Beilegung des Konfliktes. Die Minsk-Gruppe sollte auch weiterhin im Prozess eine zentrale Rolle spielen. Und Russland, liebe Kolleginnen und Kollegen, Russland ist aufgerufen, die Präsenz seines Militärs in der Region nicht zu politisieren. Die EU hat die Bereitschaft erklärt, zur Stabilisierung, zum Wiederaufbau und vertrauensbildenden Maßnahmen in der Region zu leisten, falls dies möglich ist. Und ich bin überzeugt, dauerhaft ist nur der Frieden, der von allen Beteiligten gewollt wird. Dafür müssen Menschen und Gesellschaften ins Gespräch miteinander kommen und letztlich erkennen, dass sie mehr verbindet, als sie trennt. Zugegeben, die Rhetorik, die wir aus beiden Ländern in diesen Tagen vernehmen, ist zumeist schrill. Feindbilder werden gepflegt und wie seit Jahrzehnten noch weiter zugespitzt, und versöhnliche Stimmen sind eher selten. Ist da die Verständigung eigentlich möglich zwischen Armenien und Aserbaidschan? Erinnern wir uns, eine ähnliche Situation gab es bei uns in gar nicht so ferner Vergangenheit. Schrille Rhetorik über Jahrzehnte, aufgebaute Feindbilder, versöhnliche Stimmen selten. Drei Kriege gegeneinander in nicht einmal 80 Jahren. Ich spreche über die so lange sogenannte Erbfeindschaft zwischen Deutschland und Frankreich. Heute, Deutschland und Frankreich sind engste Partner in Europa, wirtschaftlich eng verbunden. Die Gesellschaften sind schon fast miteinander verwachsen. Feindbilder von einst sind heute unvorstellbar für Menschen in Emden oder in Brest. Menschen haben erkannt, es gibt mehr Verbindendes als Trennendes, und nur die Friedensperspektive ist eine lohnende für sie. Die deutsch-französische Aussöhnung brauchte mutige Initiativen, und das Zusammenwachsen der Zivilgesellschaften musste durch Begegnung erfolgen und durch gemeinsame Projekte zusammen. Die Menschen müssen diesen Weg gemeinsam gehen. Wir können in Ostfriesland nur sagen, wie könnt ihr Pattwiesen, man gern Muttensehen Sülms. Es liegt an den Zivilgesellschaften, hier auch zu zeigen, dass ein Weg der friedlichen Zusammenarbeit möglich ist. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kollege Saathoff, achten Sie bitte auf die Zeit. Herr Kubicki hat sich aber verändert. Guten Tag, Frau Präsidentin. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen und Frau Präsidentin, es ist ein dickes Brett, das zu bohren Jahrzehnte dauern kann. Aber es bleibt richtig, dieses Brett zu bohren. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Zeit für die namentliche Abstimmung ist vorbei. Ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, das seine Stimme nicht abgegeben hat, dann bitte ich das jetzt zu tun. Ich lasse während des nächsten Redebeitrags noch die Chance, diese Abstimmung jetzt nachzuholen, und dann schließe ich die Abstimmung. Das Wort hat der Kollege Markus Grübel für die CDU-CSU.